Im Laufe eines Hundelebens kann es notwendig sein, dass Ihr Betreuer eine Injektionsbehandlung zu Hause an Ihrem Tier durchführt. Bei Tierisch Schlau erklären wir die richtige und hygienische Technik, um diese Injektion erfolgreich durchzuführen. Bevor Sie beginnen, ist es wichtig, Ihre Hände zu waschen. Spritzen werden normalerweise in einer Blisterpackung geliefert, die leicht zu öffnen ist. Wir müssen die Spritze entnehmen und die Nadel mit etwas Kraft anbringen. Falls uns der Tierarzt keine vorgefüllten Spritzen gegeben hat, werden wir zuerst die Nadelkappe entfernen. Dazu halten wir die kleine Erhebung, die die Nadelabdeckung hat, mit unserem Fingernagel und ziehen sie heraus. Als nächstes nehmen wir das Fläschchen mit der flüssigen Medizin und halten es kopfüber und gerade. Wie Sie sehen können, hat die Nadel eine längere Seite auf einer Seite und eine kürzere Seite auf der anderen. Wir müssen die längere Seite nach vorne legen, wenn wir sie in das Fläschchen einführen. Dann ziehen wir den Kolben, indem wir unsere Finger so platzieren. Stellen wir uns vor, der Tierarzt hat uns gesagt, dass 0,5 Milliliter verabreicht werden muss. In diesem Fall müssen Sie bis zur Linie 0,5 ziehen. Sobald es vorbereitet ist, stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen oder sonst etwas in der Spritze befinden. Falls Luftblasen auftreten, entfernen wir sie so. Wir werden den Kolben erneut zurückziehen, damit die gesamte Flüssigkeit aus dem oberen Teil kommt. Wir klopfen mit unserem Finger darauf, damit die gesamte Flüssigkeit nach unten gelangt, und drücken sie dann vorsichtig wieder nach oben, um sicherzustellen, dass sie völlig gerade ist, und lassen einen kleinen Tropfen heraus. Jetzt haben wir unsere Nadel bereit. Wir setzen die Kappe sehr vorsichtig auf, schließen sie und bereiten uns darauf vor, unseren Hund zu injizieren. Das Erste, was wir tun werden, ist, ein Stück Watte in Alkohol zu tränken. Wir suchen die Einführungsstelle, die sich zwischen den Schultern befinden wird. Dieser Bereich ist ideal, da die Injektion subkutan ist und hier überschüssige Haut vorhanden ist, was dem Hund am wenigsten Unannehmlichkeiten bereitet. Wir reinigen den Bereich gut mit der Watte. Wir trennen den Bereich, indem wir ihn in einer aufgespannten Position halten. Wir heben den kleinen Hautberg an und Sie können sehen, wo die Nadel eingeführt werden soll. Um sicherzustellen, dass sie gut platziert ist und dass Sie keine Blutgefäße erreicht haben, können Sie etwas Luft ansaugen, indem Sie den Kolben zurückziehen. Wenn etwas Luft eindringt und kein Blut eintritt, bedeutet das, dass wir kein Blutgefäß erreicht haben. Dann drücken wir langsam den Kolben der Nadel, um die Flüssigkeit langsam einzuführen, damit das Tier weniger gestört wird. Wir entfernen die Nadel und dann werden wir den Bereich gut massieren, um diese Flüssigkeit zu verteilen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Und schon ist unser Hund bereit, bis zur nächsten Injektion verabreicht werden muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.